Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist echt spannend. Wir sind hier mitten in Paris. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Fahrzeugausstellung in Paris. Und da finden ja drei ganz bekannte Auktionen auch statt. Und unter anderem Sotheby's. Und da sind ein paar interessante Autos. Da gehen wir mal jetzt einfach mal hin zusammen und gucken mal, ob wir da ein paar interessante Autos finden. So, für mich ist das echt Stunde der Wahrheit. Ich habe zwei Autos hier. Einmal den McLaren Speedtail, Mindestgebot 2,2 Millionen Euro. Und einmal den McLaren P1, Mindestgebot 1,1 Millionen Euro. Ich bin so nervös. Ich kann schon seit zwei Wochen nicht mehr schlafen. Katastrophe, das ist dieses Gefühl. Und es geht um mehrere Millionen Euro jetzt. Und vor allem haben die so mega, also heftige Richtlinien, wenn du so Autos hier anmeldest in dem Sinne. Ah, die fetten Gebühren, die darf man natürlich nicht vergessen, weil viele denken, aha, okay, das Auto habe ich jetzt für 10 Euro ersteigert, cool. Nein, da kommt eine richtig heftige Gebühr dazu und natürlich auch die Mehrwertsteuer, je nachdem, wenn die Mehrwertsteuer ausweisbar ist. Also es ist nicht der Hammerpreis, der an dem Tag gilt, da kommen nochmal diverse Gebühren zu. Da wird uns gleich Herr Görig nochmal was zu erzählen. So, jetzt drehe ich mal um, da ist nämlich Louvre. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Hi. No, I have one car by Sotheby's. Herr Görig, ich weiß nicht, ob ich so blöd bin. Hallo, Herr Görig? Die lassen mich oben gar nicht rein, weil die sagen, Dienstag ist geschlossen. Ah, da ist es. Ach, da ist Herr Görig. Moin. Alles gut? Wie geht's? Alles gut? Super, danke schön. Goran, mein Kameramann. Hallo. Herr Görig. Servus. Ich habe hier was mit für Sie. Oh, da genau, waren Sie genau, ganz, genau. Ganz aber warten Sie mal ganz. Darf ich das mal hier Ihnen einmal zeigen? Ganz wichtig. Fahrzeugschein, ein Original ist hier. Und einmal Bordmappe und Bedienungsanleitung. Für den Speedtail. Komm, wir gehen mal hin. Ja, okay. Okay. Erstmal einen Kaffee oder irgendwas? Oh, einen Espresso würde ich gerne nehmen. So. Starten wir? Gut. Ein paar Autos? Ich zeige euch was. Okay. Hier ist unser absolutes Starcar der Auktion, nämlich der Bugatti Chiron Profilé. Ja. Absolutes Einzelstück. Bugatti hat seinen Chiron-Leuten versprochen, wir bauen 500 Autos. Die hat noch 30 Bauplätze übrig. Mhm. Mussten sich dann entscheiden, bauen wir diesen Profilé oder bauen wir eine offene Version mit dem Namen Mistral. Mhm. Man hat sich für den Profilé entschieden, für den Mistral entschieden. Mhm. Das Auto ist im wahrsten Sinne des Wortes übrig geblieben, weil das ist ein Vorserienfahrzeug. Wahnsinn. Einmal gebaut, krass. Absolut speziell. Der fängt an ab, Mindestpreis? Wir haben einen Mindestpreis von 4,2 Millionen. 4,2, immer netto, ne? Darf man nicht immer vergessen. Netto, ja. Immer Neuwagen. Netto. Als genau. Aktionshaus müssen wir Neuwagen mit Mehrwertsteuer versteigern. Genau. Neuwagen heißt jünger als 4 Jahre oder weniger als 6.000 Kilometer. Genau. Genau. Ich war nie so der ausgesprochene Bugatti-Fan, aber das außerordentlich Schöne hier ist der Hintern. Ja, ja, das stimmt. Das hier, ne? Ja. Und nochmal überlegen, das Ding ist ein Einzelstück. Wahnsinn, also ja. Wirklich ein wahnsinniges Auto. Wir träumen davon, die 5 Millionen zu knacken und alles okay. Drüber ist... Aber was schätzen Sie denn? Wo geht der hin? Schätzen? Also wir hoffen, dass wir um die 5 Millionen liegen können. Okay. Wie gesagt, wenn es dann drüber geht, dann machen wir ein Fass auf. Alles klar, okay. Da bin ich mal gespannt. Gehen wir mal in den Auktionssaal rein. Es ist ja normalerweise ein Kongresszentrum hier. Okay. Hier und dahinter sind die Bieter. Was ist das denn da? Das ist der Kleine.
Das ist ein Minivan. Also es ist ein Children's Car. Okay. Allerdings als Coupé. Und das, was kostet sowas? Ich glaube, wir haben 10 bis 15 rangeschrieben, aber sowas geht manchmal in die 100.000 rein. Weil das der Detailliertheitsgrad. Ach, der wird auch versteigert? Ja. Nein. Das Ding ist aber eine Bombe. Das Ding ist so original, dass wenn man hier oben steht, ich habe die ersten Krass. 2 Stunden gedacht, wie haben die den Wagen runtergebracht? Ja. Nix, das ist ein Modell. Krass. So, jetzt ja, lass uns zu den Autos. Lass uns zu den Autos gehen. Hier dieser schwarze Enzo. Schwarz-schwarz. Schwarz-schwarz. Das ist schon richtig selten. Ja, ja, werden in der Zwischenzeit nur aufgrund der Farbe Preise erzielt, die sind jenseits der Vorstellungskraft. Ein extrem schöner Lusso, 250 Lusso Ferrari. Einer meiner Lieblings-Ferraris. In einem sensationell seltenen Farbkombination. Wahnsinn. Grün-Metallic, also Pino Verde mit Salisato und innen Cuyo. Wahnsinn. Für schön und wahr zu sein. Unglaublich, ja. Ich liebe ja Geschichten und wir verkaufen ja auch eigentlich keine Autos, sondern wir verkaufen Geschichten. Mhm. Ein 356, ganz frühes Modell. Mhm. Also ein Prea, ich glaube ein 53er. Und das Ding stand in Griechenland. Okay. Ich glaube über 20 Jahre in einer Scheune. Oh ja. Und sollte immer restauriert werden. Da kam aber nicht dazu. Das Tolle daran, ich habe diese Innenausstattung in dem Zustand ganz selten gesehen. Das nennt sich Resin, dieses Material. Das ist eine frühe Art von Vinyl. Ja. Und der ist No Reserve. Der ist No Reserve. No Reserve, nur für euch als Information, heißt kein Mindestpreis. Wie bei eBay ohne Mindestpreis. Das, was geboten wird, was zum Schluss dann das Höchstgebot ist, auch wenn es dann gefühlt nur, jetzt mal ganz lächerlich gesagt, 20.000 Euro sind, ist es 20.000 Euro. 20 Euro, wenn es sein muss. Das so, ist. Hier noch was. Kuntat. Einzigartiges. Von dem, auch hier wieder, das Auto lebt von der Farbe. Ja. Ja. Ich könnte, also du hast keinen zweiten und vom Restaurationszustand. Also restaurieren und restaurieren sind zwei paar Dinge. Absolut. Das eine ist alles verschlimmbessern. Ja. Und das andere ist halt wirklich in einen Zustand zu bringen, wie es damals gewesen wäre. Das hat was mit Materialien zu tun, mit Verarbeitungsqualität, mit Know-how, wo fängt welcher Linie, welche Stitching an, natürlich auch im technischen Bereich. Und dieses Auto ist eine Concours-Restaurierung. Das ist ein 500er, oder? Ist ein 500er, ja. Ja, 500er, genau. Das ist die zweite Serie und auch mit den vernünftigen Spiegeln, nicht mit diesen, die mal runterhangen. Und guckt euch mal, das ist ein Motor. Das ist Wahnsinn. Das ist Technik pur. Sauger, 12 Zylinder und hier Dreifachvergaser auf der linken Seite, Dreifachvergaser auf der rechten Seite. Wenn ihr ein paar Beiträge zurückgeht, könnt ihr sehen, wie man diese Motoren einstellt. Denn das ist ein Kunstwerk. Vielleicht können das noch 200 Menschen in Deutschland, wenn überhaupt. Herr Görig, vielen, vielen Dank. Gerne. Dankeschön für den Rundgang. Gerne. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen bei Arm Sotheby's in alter Frische. Ich zeige euch mal die beiden Autos, die ich hier mit habe. Das erste Auto haben sie natürlich geil platziert in der Halle. Darüber habe ich auch mal einen Beitrag gemacht. Da bin ich ja bei McDonald's reingefahren. Und hier steht das Auto in XP Green. Für mich auch, okay, es ist unser Auto, aber trotzdem für mich einer der schönsten. Dann Verlauf in Jupiter Black, Dreisitz. Es ist das Auto schlechthin. Und immer noch die Werkskilometer. Die letzten Kilometer sind wir gemeinsam gefahren. Wir blenden euch das mal ein, wo ihr euch den Beitrag anschauen könnt. Ich bin mega nervös. 2,2 Millionen Mindestpreis, 2,6 Millionen hat Sotheby's geschätzt, dass das Auto dort landet, netto. Ich selber würde das Auto gerne so für 2,8 bis 2,95 Millionen Euro netto hier sehen. Es sind diverse Anfragen aus dem Nahen Osten, Asien und so weiter. Und hier hast du drei Möglichkeiten. Du musst vorher eine Bankgarantie bringen, dass du auch in der Lage bist, die Autos dann zu kaufen. Also entweder kannst du hier live mitbieten oder per Telefon oder online, Internet.
wenn du registriert bist und wenn du die Registrierung sozusagen durch hast. Ihr könnt euch vorstellen, wie nervös man da ist, weil, ganz ehrlich, ich sage euch so, wie es ist, die ganze Geschichte kann hier richtig gut enden oder ich kann hier 1 Million verlieren. 1 Million Euro einfach weg. Und das ist das zweite Auto, was ich mit habe, und zwar der McLaren P1 in Vulcano Yellow, unter 1000 Kilometer. Und heute habe ich erfahren, dass ein Amerikaner sich auf das Auto gemeldet hat, weil die Autos werden vorher auf Sotheby's Homepage gesetzt und in Katalogen gesetzt. Und da können die Mitglieder sich das anschauen und schon mal Fragen stellen. Und hier checkt gerade ein Amerikaner, natürlich in Amerika, auf Hochtouren, ob er das Auto importieren kann und würde ab 900.000 Euro bieten. Aber mein Mindestpreis ist 1,1 Millionen. Also, die Spannung steigt, die Spannung steigt. Hier gibt es alle Autos, die ihr euch vorstellen könnt. Hier gibt es nicht nur Hyper-End-Cars, nein. Es gibt hier auch ganz, quasi ganz normale Oldtimer. Und das fängt dann auch an mit No Reserve, das heißt kein Mindestpreis. Wenn du 20 Euro bietest und du der Höchstbietende bist, dann gewinnst du das Auto für 20 Euro oder ersteigerst das Auto für 20 Euro. Ich habe das gemacht, weil Paris gerade immer ein Level ist für dieses Jahr. Paris ist immer Anfang des Jahres und Paris Autoauktion bestimmt immer, wie das Jahr wird. Und dadurch, dass dieses Jahr zum ersten Mal ohne Corona-Auflagen, ohne irgendwelche Corona-Auflagen, einfach in Europa, Asien, egal wo, einfach eingereist werden kann, habe ich mich dafür entschieden, die beiden Autos hier zu platzieren, weil extrem viele internationale Leute geballt hier raufschauen und aus Nahem Osten, China, Japan, Amerika, alle sind hier dabei morgen und gucken, entweder wie sich die Preise entwickeln oder gehen mal mit. Und bei so einer Auktion kannst du natürlich auch extrem verlieren, aber wenn du hier nur zwei Leute hast oder nur einen hast, der unbedingt dieses Auto haben möchte und mein Speedtail ist einzigartig, dann kann so ein Ding auch auf 3,2, 3,3 Millionen Euro netto gehen. Es ist wie Lotto spielen. Und ich spiele kein Lotto, ich gar nichts. Es ist zum ersten Mal, dass ich das mache. Und auch wenn man es mir nicht anmerkt, ich bin mega nervös und heute Abend kann ich nicht eine Sekunde schlafen. Deswegen muss Goran heute mit mir durch Paris, durch die Häuser ziehen, dass es morgen wird. Und irgendwie bis 16 Uhr mich wach halten. Und dann geht's los, da bin ich echt gespannt. Jetzt ist es soweit. Um 16 Uhr startet die Auktion sozusagen. Und ich habe zwei Autos am Start. Einmal den McLaren P1 mit unter 1000 Kilometer in Gelb. Das ist Lot Nummer 152. Könnt ihr hier sehen. Mindestpreis 1,1 Millionen. Schätzpreis 1,6 Millionen. Und dann geht's weiter. Das zweite Auto. Der McLaren Speedtail. Mindestpreis 2,2 Millionen Euro, Schätzpreis 2,6 Millionen Euro netto plus Mehrwertsteuer. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Ich könnte heute ja um die 2 Millionen Euro Verlust machen. Und die Marktlage gerade ist gar nicht mal so einfach, ehrlich gesagt. Ich bin echt gespannt. Aus der ganzen Welt wird geboten, per Telefon, online. Oder die Leute, die da sind, die sich hier registriert haben. Mein Baby steht hier in Louvre und die Versteigerung startet. Und eine Sache sage ich euch, ich bin seit 1993 regelmäßig in Paris. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in Paris war. Und ich habe immer nur schöne Erinnerungen an Paris. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht, weil das wird krass. Online bidder at 1.3 million. Selling 1,420,000 euros. Sold. Thank you, Evan. 2,200,000. 2,400,000. 8.7. Sold. Thank you very much. As you said. Thank you, sir. 3,200,000. 3,600,000 euros.
So, thank you. Die Fotos sind aber schön geworden. The 2015 McLaren P1. Thank you. 152, we begin at 650,000. 650,000. Bib. 700. Did you see that? Was that? 800. I see you now. Thank you, sir. 800. 900. 950. 950. With Marcus on the telephone at 950,000. 950 now. 950. With Marcus. Sure, sir. 950. With you, sir. With Marcus at 950,000 euros. We're all done. I can sell this then to the phone bidder. 950,000. 950,000. And selling 950,000 euros. Hätte ich nicht gedacht. So, Alter Schwede. Adjugé 950,000. Wir haben ja Mindestpreis, waren ja 1 Million. 65. Genau. The legacy of McLaren's F1 reimagined for the 21st century. McLaren's fastest ever road car with a top speed of 403 kilometers per hour and over 1,000 brake horsepower. A masterpiece of automotive engineering with a central driving position and three-seat configuration. Please note that this lot is subject to VAT on the full purchase price, both the hammer price and commission, the 2020 McLaren Speedtail. Thank you. Le 178, start here at 1 million euros, 1 million. 1 million euros, bid online, 1 million one. 1 million two, it's back with me at 1 million two now. 1 million 200 mil, 1 million two, 1.3 online, thank you. 1.4, 1.4 with me, 1.5, thank you, sir. 1 million five, seated in the room at 1 million five. Back with me at 1 million six. 1.6 million now. 1,600,000. 1.7 online, thank you. 1.7 million. 1.8 million. 1.8 million. Would you like 1.9? I've got 1.8. It's with me at 1.8. 1.850. Thank you, sir. 1.850. 1.9 million. 1.9 million. 1.95, thank you, sir. 1,950,000. 2 million. 2 million. 2 million. On the phones with Stefan for 2 million. 2,050,000. Seated. 2,050,000. 2.1. Thank you. 2.1 million with Stefan on the phones. We're all sure then. Selling 2.1 million. 2.1 here on the phone. Selling Stefan's phone bidder 2.1 million euros. Adjugé 2,100,000 euros au 66676667. So, meine Lieben. Es ist vorbei, es sind noch die letzten Autos, aber nach dem Bugatti war irgendwie Schluss. Und dass der Bugatti so hochgegangen ist, das ist krass, das ist echt krass. Aber das ist nur die Geschichte, die dahinter steckt, ansonsten nichts. Es ist kein besseres Auto als die anderen Chirons, definitiv nicht. Es war ernüchternd. Ich fahre mit ungefähr 700.000 Euro Verlust nach Hause. Das gehört dazu. Jetzt muss ich das erstmal reinarbeiten. Ich bin auch echt geschockt und ich möchte euch daran teilhaben lassen, weil das Leben ist nicht immer goldig und das ist nicht immer wow, wow, wow. Jetzt seid ihr dabei gewesen, wie ich an einem Abend in der schönsten Stadt Europas für den einen oder anderen, für mich ja, 700.000 Euro Verlust gemacht habe. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen.
Ich hoffe, dass ihr auch so nah wie möglich dran wart. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich muss jetzt erstmal ab in mein Hotel. Ciao. One minute, thank you. One minute, we're talking.